Am 1. Dezember tritt die Strompreisbremse für Haushalte angesichts der explodierenden Stromkosten in Kraft. Und fast genau 9 Monate nach dem ersten Mal tritt Bundeskanzler Karl Nehammer am heutigen Mittwoch erneut in den Urschuss zur mutmaßlichen Korruption der ÖVP. Das sind unter anderem die Themen heute bei den KRONE News am Mittwoch, den 30. November. Schönen guten Abend. Zum zweiten Mal steht heute Bundeskanzler Karl Nehammer dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss Rede und Antwort. Er war im Untersuchungszeitraum zunächst Generalsekretär der Volkspartei, anschließend bekleidet er das Amt des Innenministers. In seinem Eingangsstatement hatte der Kanzler zunächst an die derzeit vorherrschenden multiplen Krisen erinnert. Sorgen um Energiesicherheit und Teuerung würden die Menschen bewegen. Seine Aufgabe und die der Bundesregierung sei es, Menschen in Zeiten der Unsicherheit Sicherheit zu geben. Die Befragung war erneut geprägt von Geschäftsordnungsdebatten, die vor allem die ÖVP vom Zaun brach. Prominent geht es aber auch am Donnerstag weiter. Da ist die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner geladen. Sie kommt ja in diversen Chats vor. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer ist am Mittwoch zum zweiten Mal in den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gekommen. Er war im Untersuchungszeitraum zunächst Generalsekretär der Volkspartei und anschließend Innenminister. Nehammer war bereits im März zum Auftakt des U-Ausschusses geladen. Damals geriet aber Inhaltliches, ob zahlreicher Geschäftsordnungsdiskussionen, in den Hintergrund. Es hat sich vor allem seit seiner letzten Befragung einiges getan. Es geht mit der ÖVP steil bergab. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die Türkisen plötzlich wieder emporkommen. Also was jetzt was verursacht hat, weiß ich nicht. Das wird sich vielleicht auch heute im Zuge der Befragung noch ergeben. Aber jedenfalls ist eines klar, der Herr Bundeskanzler Nehammer ist sowohl schwarz als auch türkis, als auch schwarz als auch wiederum türkis. Und genau deswegen für uns eine wichtige Auskunftsperson. Er war in den Jahren von 2018 bis 2020 Generalsekretär. Und es wäre lebensfremd anzunehmen, dass nicht die eine oder andere Grauslichkeit auch über seinen Schreibtisch gegangen ist. Manche haben gedacht, er wird sich emanzipieren von diesem korruptiven System Kurz und ÖVP. Ich würde sagen, seit einer Woche denkt das keiner mehr. Wir haben von Anfang an, waren wir der Meinung, dass er sich nicht emanzipieren wird, aus einem einfachen Grund, weil er immer Teil des Systems Kurz war, weil er immer Teil dieses korruptiven ÖVP-Niederösterreich-Systems war. Und wenn er ernsthaft aufräumen würde, dann müsste er ja sich selber wegräumen, weil er ja nicht ein Teil der Lösung ist, sondern immer ein Teil des Problems war. Letzte Woche wurden schockierende Zahlen bekannt. 57 von 100 Punkten haben wir nur im Demokratieindex. Es hat sogar NGO-Vertreter dazu geführt zu sagen, dass sie erschrocken sind bei diesem Ergebnis. SORA hat einen neuen Demokratiemonitor herausgegeben, wo wieder ein Tiefpunkt erreicht wurde. Von einem Drittel der Bevölkerung, die nur mehr der Regierung vertrauen. Das ist die Hälfte gegenüber 2018. So kann es nicht weitergehen, aber genau das tut die Regierung, sie macht genauso weiter. Aber egal wie oft sie das Füllhorn mit Zuckerln ausschüttet, das Vertrauen kann man nicht zurückkaufen, im Gegenteil. Zum einen widersetzt sich das Bundeskanzleramt seit Mitte August dieses Jahres der Anordnung der Staatsanwaltschaft, die E-Mails der Mitarbeiterinnen aus dem Öffentlichkeitsarbeitsbereich und der strategischen Kommunikation zu übermitteln. Und zum anderen sendet die ÖVP mit der Bestellung von Gerald Fleischmann, gerade der Mann, der im Bundeskanzleramt in einer ähnlichen Funktion sein Unwesen getrieben hat, ihn mit der Bestellung als Kommunikationschef in meinen Augen wirklich besorgniserregende Signale. Fleischmann ist immer noch Beschuldigter in der Hauptkausa Beinschab. Auch die ÖVP erwartete sich von der Befragung Nehammers wenig Erkenntnisgewinn. Weil der Herr Bundeskanzler natürlich nur in seinen Funktionen damals im Untersuchungszeitraum befragt werden kann. Und da war er Generalsekretär der ÖVP. Und Sie wissen, dass Parteien per se nicht Untersuchungsgegenstand sind. Er war dazu als Innenminister. Hier sind natürlich Fragen zulässig im Zusammenhang dieser Tätigkeit. Aber ich darf schon ankündigen, wir werden wieder sehr genau, wie bei der letzten Befragung, darauf achten, dass all die Fragen, die gestellt werden, durch den Untersuchungsgegenstand abgedeckt sind.
und natürlich auch durch den Untersuchungszeitraum. Zu Beginn der Befragung wollte der Verfahrensrichter von Nehammer wissen, warum das Kanzleramt die Dokumente, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angefordert hatte, noch nicht geliefert habe. Man sei in einer Zwickmühle, so Nehammer, da das Kanzleramt mehrere hunderte Beschäftigte habe und die Anordnung zudem sehr umfassend und nicht präzise gewesen sei. Juristen des Hauses würden nun mit der WKStA zusammenarbeiten, um der Anordnung nachzukommen. Ab morgen ist sie also da. Die lange angekündigte Strompreisbremse tritt mit 1. Dezember in Kraft. Das Prinzip, bis zu einem Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden Strom pro Jahr, wird jedem Haushalt der Preis vom Bund gestützt. Und zwar mit einem Preis von 10 Cent pro Kilowattstunde. Bei der heutigen Pressekonferenz präsentierten Finanzminister Magnus Brunner, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Michael Strugl, Präsident Österreichs Energie, ein zusätzliches Antragssystem. Haushalte mit mehr als 3 Personen erhalten, wie angekündigt, weitere Entlastungen. Mit 1. Dezember startet die Stromkostenbremse. Das hat die Regierung am Mittwoch ein weiteres Mal verlautbart. Bis Ende Juni 2024 wird der Strompreis für Privathaushalte bis zu einer Menge von 2.900 Kilowattstunden mit 10 Cent brutto gedeckelt. Das sind rund 80% des durchschnittlichen Verbrauchs eines durchschnittlichen österreichischen Haushaltskunden. Die Förderung beträgt maximal 30 Cent pro Kilowattstunde. Damit entlasten wir einen Haushalt um durchschnittlich 500 Euro pro Jahr. Zusätzliche Unterstützung gibt es für jene, die über diesen Grundbedarf hinaus Hilfe brauchen. Das ist und war mir immer besonders wichtig für Menschen, die ein sehr geringes Einkommen haben und deshalb bereits von den Rundfunkgebühren und von den erneuerbaren Förderkosten befreit sind, übernimmt der Bund zusätzlich 75% der Netzkosten. Das sind für einkommensschwache Haushalte weitere bis zu 200 Euro Entlastung pro Jahr. Das genaue Volumen ist abhängig auch vom Stromverbrauch. Für Haushalte mit mehr als 3 Personen soll für jede zusätzliche Person ein Kontingent von 350 Kilowattstunden mit 30 Cent gedeckelt werden, bevor der reguläre Marktpreis verrechnet wird. Das ist noch einmal eine Entlastung zu den 500 Euro von noch einmal 100 Euro pro Person und Jahr, die dazukommt. Und dieses Modell, dieses Top-Up-Modell wird gerade jetzt finalisiert und die Entlastung wird noch im Frühjahr des nächsten Jahres auch entsprechend erfolgen. Dieses Modell hat aus unserer Sicht mehrere Vorteile. Erstens wirkt sie automatisch, also kein Antragsmodell für das Grundmodell, keine Handlung, die zu setzen ist vom jeweiligen Haushalt, vom Verbraucher. Sie ist inflationsdämpfend. Das WIFO hat uns bestätigt, dass diese Maßnahme durchaus dämpfend wirkt, bis zu 1% des BIPs. Sparanreize bleiben bestehen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, also ein sinnvolles Modell. Sparanreize deshalb, weil nicht die gesamte Menge, aber ein großer Teil der Kosten gefördert wird. Für Unternehmen gibt es den Energiekostenzuschuss für bis zu 30% der entstandenen Mehrkosten. Dafür gibt es bereits 87.000 Voranmeldungen. Seit Dienstag ist die eigentliche Beantragung möglich. Der Streik im Handel mitten in der Adventszeit ist vom Tisch. Nach knapp 10 Stunden haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in der 5. Verhandlungsrunde Dienstagabend auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 430.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel geeinigt. In der 5. Runde hätten die Arbeitgeber 2 Varianten vorgeschlagen. Eine Steigerung der Gehälter um 8%, davon aber 3% als Einmalzahlung oder eine dauerhafte Erhöhung um 7%. Die Gewerkschaft entschied sich für die niedrigere, aber dauerhafte Variante. Im Durchschnitt hätte die Prämie rund 1.000 Euro netto betragen, so Arbeitgeber-Chefverhandler Rainer Terferlik. Wäre es am Dienstag zu keiner Einigung gekommen, hätten die Handelsangestellten am Freitag und Samstag mitten im Weihnachtsgeschäft die Arbeit niedergelegt. Arbeitgeber und Gewerkschaft in der Sparte Handel haben sich in der 5. Verhandlungsrunde nun endlich geeinigt. Die Arbeitgeberseite hat ein duales Angebot mit 2 Varianten vorgelegt. Variante 1 hätte eine Steigerung um 8% gebracht. Die 8% würden sich aus Erhöhung der KV-Tafel und Prämie zusammensetzen. Die Gewerkschaft hat sich für Variante 2 entschieden.
Für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Handel bedeutet dies, ihre Gehälter steigen um rund 7%, um mindestens 145 Euro brutto monatlich. Die KV-Verhandlungen sind jetzt zu einer Einigung gekommen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Schauen Sie, ich bin zufrieden, dass wir eine schwierige Situation mit allen Hängen und Würgen zu einem Ergebnis gebracht haben. Es ist definitiv kein Jubel, glaube ich, von keiner Seite. Wir wissen, dass die Herausforderungen heuer ganz besonders schwierig waren. Das hat sich auch so entwickelt. Wir haben jetzt eine Drohung gehabt, eines Streiks, der uns jetzt auch nicht, der war nicht schlussendlich der Grund, warum wir zu einem Ergebnis gekommen sind, sondern wir haben einen Abschluss, der knapp über der Inflationsrate ist. Das ist nachhaltig für die Gewerkschaft. Das ist deutlich unter anderen Abschlüssen. 7,19% im Durchschnitt bei einer rollierenden Inflation von 6,9%. Ja, es war gerade noch vertretbar, um auch nicht den Ast, auf dem wir sitzen, weiter abzusägen, weil das wäre der nächste Schritt gewesen. Wäre es zu keiner Einigung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite gekommen, dann hätte es am Freitag und Samstag einen Streik gegeben, mitten in der Adventszeit. Dafür hat sich die Gewerkschaft im Vorfeld schon eine Streikfreigabe geholt. Der Abschluss bei den KV-Verhandlungen konnte die Arbeitsniederlegung abwenden. Der Weihnachtseinkauf am Wochenende ist also gerettet. Wenn dann das Weihnachtsgeschäft vorbei ist und die Umsätze noch stärker nachlassen, dann ist es klar, dass ein derart hoher Abschluss auch schnell zu Beschäftigungseffekten im negativen Sinne führen kann. Und daher braucht es jetzt nun geeinte Besonnenheit und auch harte Arbeit von allen Seiten. Aber man muss auch ganz klar sagen, beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel, wo oft nur 1-2% Marge bestehen und auch die Nahversorger in den ländlichen Regionen massiv durch die Kühlung, die Logistik von den Energiekostensteigerungen betroffen sind und der Energiekostenzuschuss der Bundesregierung überhaupt nicht greift, der 1er, ist es so, dass auch in 1000 Gemeinden die Nahversorger im nächsten Jahr nicht mehr vorhanden sein werden. Und diese Unternehmen werden eher die Preissteigerungen eben weitergeben müssen. Und daher muss man sich sicherlich darauf einstellen, dass dieser inflationsdämpfende Effekt, den die Händler derzeit de facto innehatten, irgendwann einmal auch im Vollausmaß an die Kundschaft weitergegeben werden muss. Der Handels-KV ist einer der größten Kollektivverträge in Österreich. Er betrifft rund 430.000 Angestellte. 70% aller Beschäftigten im Handel sind Frauen, mehr als ein Drittel davon in Teilzeit. In Wien werden die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen wohl noch länger gelten. Wie Bürgermeister Michael Ludwig erläuterte, wird es die Maskentragepflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln und die Bestimmungen im Gesundheits- und Pflegebereich vermutlich noch den ganzen Winter geben. Die Situation in den Spitälern sei noch immer eine sehr fordernde, gab er zu bedenken. PCR-Tests und eine FFP2-Tragepflicht für Besucher sind dort noch immer nötig. In den Öffis ist die FFP2-Maske ebenfalls vorgeschrieben. Doch wie denken die Österreicherinnen und Österreicher über die bestehende Maskenpflicht? Krone TV hat sich umgehört. Trotz bundesweiten Lockerungen vom Gesundheitsminister Johannes Rauch geht Wien mit Michael Ludwig seinen eigenen Weg und besteht auf das Tragen der FFP2-Maske in BIM, Bus und Co. Ganz zum Ärger der Freiheitlichen. Für Gesundheitssprecher Wolfgang Seidel von der FPÖ sollten Masken eine Möglichkeit sein und keine Pflicht. Ja, ich halte nichts davon und ich glaube auch zu wissen, dass die Wienerinnen und Wiener relativ wenig davon halten. Ich bin jetzt gerade mit der Straßenbahn hergefahren. Die Straßenbahn war gut gefüllt, aber ich behaupte nicht einmal die Hälfte der Maske aufgehabt, weil es einfach niemand mehr versteht. Das ist etwas Corona, mit dem werden wir leben müssen. Jemand, der sie tragen möchte, soll sie tragen, überhaupt keine Frage, aber eine Verpflichtung, also das ist irre mittlerweile. In 8 Bundesländern gibt es das nicht, nur in Wien gibt es das, also versteht kein Mensch mehr. Pflicht ist halt ein Wort, das mir nicht so ganz gut gefällt. Ich finde es sehr vernünftig, dass man Masken immer mit hat. Und ich habe auch eine mit. Dort, wo viele Leute sind, zum Beispiel am Adventmarkt, wenn viele Leute sind, dann finde ich es sinnvoll, sie zu nehmen. Ich finde genau das Richtige, so jetzt zu sein. Weil durch die Maskenpflicht wird die Infektionsgefahr nicht nur von Corona, sondern auch von anderen Viren wie Grippeviren und sowas reduziert. Und dann sind wir alle generell weniger krank. Da kann man, das finde ich relativ praktisch und sollte so sein.
Ich finde es eigentlich okay, weil es dient ja zum Schutz von sich selber und den anderen. Und ja, mich stört es auch nicht. Wenn es nötig ist, dann ist es nötig, natürlich. Ich trage die Maske eigentlich immer beim Einkaufen oder in den Öffis. Ich finde, es ist einfach praktisch, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch weil Grippezeit ist. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich merke es auch in der Straßenbahn, das ist ja eigentlich auch noch Pflicht, dass die Leute das meistens nicht, dass sie die Maske nicht tragen, und da fühle ich mich schon recht unwohl. Meinst du, es bringt sich noch was? Zu einem gewissen Grad ja, zu einem gewissen Grad nein. Also. Warum wird der Wiener Weg weiter fortgesetzt? Ja, das ist die gute Frage. Das sollte man den Herrn Hacker und den Herrn Ludwig irgendwann einmal fragen. Ich weiß es nicht, welchen Fetisch er da auslebt. Keine Ahnung. Irgendwas muss es sein. Wie gesagt, das muss man die beiden Herren fragen. Wir verstehen es nicht und wir werden auch weiterhin alles dazu tun, was wir tun können auf politischer Ebene, um diesen Wahnsinn eben für die Wienerinnen und Wiener alsbald zu beenden. Umweltmediziner Hans-Peter Hutter verteidigt die Vorsichtsmaßnahmen. Ich bin eher jetzt ein Freund davon, dass man halt das nur immer sagt, bitte, wie schwierig ist es? Es hat doch einen Sinn, machen wir das doch. Es ist halt nach wie vor so, dass wir gewisse Räume haben, und das sind eh sehr wenige, wo eigentlich eine Maskenpflicht schon mal existiert. Es gibt es ja nur noch in einem Bereich der Öffentlichkeit, das sind die Öffis in Wien. Sonst existiert es ja, existiert eine Maskenpflicht ja gar nicht. Und da ist es jetzt einmal rein, unabhängig, ob das jetzt gemacht wird oder nicht, Maskenpflicht verlängert oder nicht, ist es halt so, dass man hier auf engstem Raum viele Menschen trifft, mit denen man sonst überhaupt nie etwas zu tun hat. Also die dann wieder in alle Winde zerstreut werden. Man trifft sie, steht teilweise wirklich Nase an Nase und dann geht man wieder. Und gerade in solchen Situationen ist eben eine Übertragbarkeit, wenn jemand angesteckt ist, die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr groß. Eine weltweite Aktion in 9 Ländern hat in der Nacht auf Dienstag Aufsehen erregt. Klimaaktivisten sorgten bei SUVs, also Geländelimousinen, für platte Reifen. Weltweit waren nach eigenen Angaben knapp 900 Fahrzeuge betroffen. Auch in Innsbruck sollen es 11 gewesen sein. Als Gründe gab man an, dass das Herumfahren in städtischen Gebieten enorme Folgen für das Klima habe. Einige Betroffene sprechen aber vom Glück, dass die Aktivisten sich nicht auf die Autos gepickt haben. Wie radikal dürfen und können Klimaproteste sein? Unter anderem darüber haben wir mit Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus, gesprochen. Grundsätzlich gibt es sowohl für den Begriff Extremismus als auch für den Begriff Radikalisierung keine eindeutige Definition, auf die sich jetzt alle Wissenschaftlerinnen geeinigt hätten. Als Radikalisierung bezeichnet man den Prozess, der dazu führt, dass man extremistische Einstellungen übernimmt. Ja, grundsätzlich kann man als Extremismus politische Ideologien bezeichnen, die den Werten einer Gesellschaft diametral entgegenstehen. In unserem Fall wäre das die demokratische Verfassung. Also wenn sich politische Ideologien, Ideen gegen die demokratische Verfassung wenden. Was jetzt irgendwie diametral entgegenstehend ist, hängt natürlich immer vom Standpunkt ab. Ja. Es gab in der Vergangenheit Gruppen, die als radikal oder auch extrem bezeichnet wurden, wo man im Nachhinein gesehen hat, dass die zu progressiven Gesellschaftsveränderungen beigetragen haben. Wenn wir zum Beispiel an das Frauenwahlrecht denken oder auch an die Abschaffung der Sklaverei. Vor diesem Hintergrund, wenn man sich jetzt diese Klimaproteste ansieht, also man klebt sich auf Straßen an oder jetzt auch ganz vermehrt auf Gemälde werden Öle, Tomatensauce oder Ähnliches geschüttet, ist das jetzt schon als radikal einzustufen? Also grundsätzlich, wenn man sich jetzt die Ziele anschaut, die die Klimaschützerinnen oder Klimaaktivistinnen haben, dann würde ich die nicht als extremistisch oder extrem einstufen, weil das Klima zu schützen, das ist eigentlich Konsens. Wenn es um die Methoden geht, dann muss man sich das im Einzelnen genau anschauen. Grundsätzlich ist ziviler Ungehorsam auch Teil einer Demokratie und auch notwendig, um auf Veränderungen hinzuweisen, und kann auch Teil einer Kommunikationsstrategie sein, um in den Medien Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es gab immer schon radikale Aktionen, auch von Klimaaktivistinnen, wenn man an Greenpeace zum Beispiel denkt. Ob diese Bewegungen sich radikalisieren, ist schwierig einzuschätzen.
Auf der einen Seite wäre es auch nicht verwunderlich, weil die Ziele von Klimaschützerinnen nicht umgesetzt werden oder auch Klima, also das eine reale Bedrohung ist. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Gruppierungen, die auch Protestbewegungen für sich instrumentalisieren. Wir haben das zum Beispiel auch gesehen bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, die sehr stark durchwandert wurden, auch von rechtsextremen Gruppierungen. Die berüchtigte russische paramilitärische Organisation Gruppe Wagner hat offenbar neue Wege gefunden, um Kämpfer für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. In der Zentralafrikanischen Republik soll die Söldnertruppe Gefangene aus Haftanstalten holen, um diese im Osten der Ukraine in den Einsatz zu schicken. Bei den Gefangenen soll es sich unter anderem um verurteilte Vergewaltiger und Mörder handeln. Laut dem US-Online-Portal The Daily Beast handelt es sich um hunderte Häftlinge, die aus Gefängniszellen geholt und in den Donbass geschickt werden. Diese Kämpfer werden laut dem Portal auch als schwarze Russen bezeichnet. Für das Militär in dem afrikanischen Land gelten diese als Terroristen, da viele Gewalt und Einschüchterung von Zivilisten und Streitkräften zur Erreichung ihrer politischen Ziele eingesetzt haben sollen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky berichtet von einer schwierigen Situation an der Front. Zelensky hat auch seine Forderung nach einem Sondertribunal wegen des russischen Angriffskriegs gegen sein Land bekräftigt. Zwar arbeitet die Ukraine bereits mit vielen Ländern und Organisationen wie dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, damit jeder russische Mörder die verdiente Strafe erhält, sagte er am Dienstagabend in seiner täglichen Videoansprache. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will eingefrorene russische Vermögenswerte für die Unterstützung der Ukraine nutzen. Von der Leyen schlug zudem im Namen der EU-Kommission vor, zur Verfolgung von Verbrechen in Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine ein spezielles Gericht aufzubauen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte am Dienstagabend, die Lage an der Front bleibe schwierig, da die russischen Streitkräfte versuchen, im Donbass und in Kharkiv vorzurücken. Ukrainische Mörserteams feuern und verlagern ihren Abschusspunkt immer aufs Neue, da der Mörserhagel von den Russen umgehend mit Panzerfeuer beantwortet wird. Ohne die Hilfe westlicher Waffen wäre dieser Frontlinienkampf für die Ukraine nicht möglich. Die EU will weiter unterstützen, aber nicht aus eigener Tasche. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will eingefrorenes russisches Vermögen nutzen, um die Ukraine zu unterstützen. Bis dato wird der Schaden in dem Kriegsland auf 600 Milliarden Euro geschätzt. Mehr als 300 Milliarden Euro an Reserven der russischen Zentralbank sollen blockiert sein. Wir haben 300 Milliarden Euro an Reserven der russischen Zentralbank blockiert und 19 Milliarden Euro an Geldern russischer Oligarchen eingefroren. Damit werde sich Russland, wenn auch unfreiwillig, am Wiederaufbau beteiligen. Die blockierten Mittel sollen gemeinsam mit internationalen Partnerinnen und Partnern verwaltet sowie investiert werden. Ein weiterer Vorschlag von der Leyen ist, ein neues Fachgericht aufzubauen, das Verbrechen im Krieg verfolgen soll. Wir sind bereit, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um eine möglichst breite internationale Unterstützung für dieses Fachgericht zu erreichen. Aktuell kämpfen ukrainische und russische Truppen unter anderem in den Gebieten Donetsk, Luhansk und Dnipropetrovsk. Im Donbass soll sich der Frontverlauf in den vergangenen Wochen kaum verändert haben. Während die ukrainischen Truppen den russischen vorwerfen, Artilleriegeschosse abgefeuert zu haben, beschuldigt ein russischer Gouverneur die ukrainische Armee, ein Kraftwerk in Russland angegriffen zu haben. Aus diesem Grund habe es teilweise Stromausfälle an der Nordostgrenze der Ukraine gegeben. Russland kündigt derweil neue Pläne fürs nächste Jahr an. Man wird dem Aufbau der Infrastruktur für Atomstreitkräfte im Jahr 2023 besondere Aufmerksamkeit widmen, sagt Verteidigungsminister Sergei Shoigu. In einer im Fernsehen übertragenen Rede sagte Shoigu, dass Russland auch daran arbeiten werde, die Kampffähigkeiten seiner Raketentruppen zu verbessern und dass Einrichtungen gebaut würden, um neue Raketensysteme unterzubringen. Russland verfügt mit fast 6000 Sprengköpfen über das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Präsident Wladimir Putin wäre bereit, die territoriale Integrität zu schützen mit allen verfügbaren Mitteln. Die Vereinigten Staaten haben Russland nach eigenen Angaben vor den Folgen eines etwaigen Einsatzes von Atomwaffen gewarnt.
Hunderte Menschen hatten zuletzt in China gegen die Null-Covid-Politik protestiert. Seitdem versucht die Polizei, weitere Proteste rigoros zu verhindern. Nach der größten Protestwelle in China seit Jahrzehnten hat die Parteiführung angedroht, bei Sabotage verstärkt durchzugreifen. Dabei ging die Stellungnahme nicht direkt auf die Proteste am Wochenende gegen die Null-Covid-Politik der Regierung ein. In mehreren Millionen Metropolen des Landes, darunter Peking und Shanghai, waren hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen strikte Lockdowns, Massentests oder auch Quarantänepflichten zu demonstrieren. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Es waren die größten Demonstrationen seit der Demokratiebewegung 1989, die das Militär blutig niedergeschlagen hatte. In den letzten Tagen in China gehen Menschen auf die Straße, um gegen die restriktiven Covid-Maßnahmen und in weiterer Folge gegen die Unterdrückung durch die Kommunistische Partei unter der Führung von Xi Jinping zu demonstrieren. Aufnahmen zeigen, wie Protestierende Demokratie, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit fordern. In einem Video hört man Menschen, wie sie "Nieder mit der Kommunistischen Partei, nieder mit Xi Jinping" rufen. Ein starkes Symbol der Demonstrationen ist das Hochhalten eines leeren Blatt Papiers. Es symbolisiert all die Dinge, die die Protestierenden sagen wollen, aber durch Zensur und Repression nicht sagen dürfen. Dasselbe Zeichen war bereits bei den Protesten in Hongkong zur Verwendung gekommen. Die Demonstrationen werden durch den Tod von 10 Menschen in der westlichen Region Xinjiang ausgelöst. Im Internet wird argumentiert, dass strenge Lockdown-Maßnahmen die Rettung verzögerten. China erhöht nun die Sicherheit und Demonstrationen werden mit mehr Härte aufgebrochen. Stellvertretender Direktor der Informationsabteilung des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, erklärt die Verhältnisse. China ist ein Land, das nach dem Gesetz regiert wird und die Rechte und die Freiheiten, die von den chinesischen Bürgern genossen werden, sind durch das Recht garantiert. Zur gleichen Zeit müssen diese Rechte aber auch im Rahmen des Gesetzes ausgeübt werden. Es ist die größte öffentliche Darbietung zivilen Ungehorsams seit der Machtübernahme von Staatschef Xi Jinping vor 10 Jahren. Der Direktor des Zentrums für China-Analysen, Bateskill, fasst zusammen. Was diese Proteste der letzten Tage von anderen unterscheidet, ist ihr Ausmaß und ihr weit verbreiteter Charakter. Zwar gab es in China auch während der Ära Xi Jinping immer wieder Unruhen und öffentliche Wut über die Regierungspolitik, aber diese Proteste waren relativ klein und lokal begrenzt. Es ist meiner Meinung nach dieser nationale und weit verbreitete Charakter, der die Probleme, mit denen sich die Kommunistische Partei in China auseinandersetzen muss, viel brisanter und bedrohlicher macht. Die Covid-Maßnahmen in China bleiben weiterhin streng. Die Massentests werden fortgesetzt. Wir kommen zum Wetter. Morgen am Donnerstag vorübergehend freundlicher. Zunächst ist es noch überwiegend bewölkt, bis Mittag lockern die Wolken von Osten her aber auf. Der Nachmittag verläuft zeitweise sonnig mit nur noch dünnen Wolkenfeldern. Dazu wird schwacher Nordwind. Mit etwas Sonne steigt die Temperatur auf bis zu 6 Grad. Am Freitag wird es trüb und kalt. Ein paar Schneeflocken könnten fallen. Die Temperatur kommt über 1 oder 2 Grad nicht hinaus. Der Wind bleibt schwach und dreht von Nord auf Südost. Die Aussichten auf das Wochenende: am Samstag geht es grau und in Grau durch den Nebel. Am Nachmittag eventuell etwas Regen. Dazu auflebender Südostwind und ein Höchstwert bei rund 5 Grad. Das waren die Kronen-News am heutigen Mittwoch. Weiter geht's jetzt mit den Sport-News. Morgen sehen Sie uns wieder um die gleiche Zeit. Und bis dahin, machen Sie es gut und noch ein